freue mich, euch zu sehen. Ich habe diesen Hörsaal noch nie so leer gesehen. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Vorzeichen. Ich wollte da überhaupt nichts zur Biografie von Rosa Luxemburg sagen. Das kann man ja neuerdings bei Wikipedia einfach angoogeln und schon weiß man es. Außerdem gibt es einige sehr gute Biografien. Nettel, Fröhlich, aber auch Laschica, wenn man sich dafür die Einzelheiten interessiert. Sondern ich wollte aus der Vielfalt dessen, was man alles über sie im Einzelnen sagen könnte und was ich in diesem Buch vorgeführt habe, vier Argumentationskreise vorführen. Die habe ich so ausgewählt, das sind die, bei denen ich selbst am meisten gelernt habe. In der Annahme, dass wenn man selbst gelernt hat, man den Lernprozess besser nachvollziehbar machen kann. Die Lektüre von Rosa Luxemburg ist nicht besonders leicht, weil ihr Werk zersplittert ist in lauter kleine Tagesartikel. Sie hat eigentlich nur ein dickes Buch geschrieben, die Akkumulation des Kapitals, also das Imperialismusbuch, und dann einige etwas dickere Aufsätze. Aber im Ganzen ist das Hauptwerk, sind tagespolitische Kommentare, durch die man sich durcharbeiten muss. Zudem ist die Sprache, so wie das der Meinhard eben gesagt hat, auch schon veraltet. Vieles davon können wir nicht gut lesen. Da widerstehen uns die Worte, zum Beispiel das Proletariat wird siegen, es muss siegen, oder der Kanonenschlag der Revolution wird kommen und so. Das ist schwer für uns zu verdauen. Man muss das übersetzen und zum Teil daran gewöhnen. Ich habe das mit dem Übersetzen versucht und will das also jetzt euch vorführen an vier Sachen, an vier Kreisen. Das erste ist Frauenpolitik, das zweite Kritik an der russischen Revolution und die Rolle der Erfahrung, das dritte Reform und Revolution und das vierte Selbstkritik und Passion zur Frauenpolitik. Meine Geschichte in der Frauenbewegung ist eine der, meine eigene jetzt, der Ignoranz von Rosa Luxemburg. Es gibt wohl niemanden, das hat der Meinhard schon erwähnt, um die es so viele Legenden gibt wie um Rosa Luxemburg und dafür aber gar keine Kenntnis dessen, was sie tatsächlich geschrieben hat oder gedacht hat. Und infolgedessen, wenn man gar nichts weiß, fällt man natürlich auf Gerüchte sehr schnell ein. Ich war in einer Zeit Studierende, als das Gerücht ging, sie ist theorielos, also sie hat theoretisch nichts geleistet, außerdem hat sie die Massen überschätzt und sie ist eine Märtyrerin. Das ist bestimmt ein Grund, sich 6 Bände Schriften zu sparen und dann vielleicht nochmal die 6 Bände Briefe, man muss das nicht lesen, es gibt eh zu viel im Bücherschrank. Und so haben wir viele, viele Jahre Rosa Luxemburg gar nicht zur Kenntnis genommen. Dann gab es plötzlich eine Zeit, das war in den 80ern, späten 80er Jahren, glaube ich, da gab es sowas wie eine Luxemburg-Renaissance, ohne dass sie schon geboren war, wurde sie jetzt wiedergeboren, als alle Welt entdeckte, dass sie eine Frau mit gar nicht gewalttätig und revolutionär, wie man vielleicht bis dann denken konnte, sondern eine Frau mit ungeheuer weiblichen Gefühlen war. Tierliebend, pflanzenliebend, über Spatzen schreiben, die auf dem Gefängnisfenster saßen oder über einen gequälten Büffel, das ging dann überall herum. Dieser Punkt, als Rosa Luxemburg in dieser Weise auftauchte, war für mich einer und für einige meinesgleichen, wo wir dann sagten, so, jetzt ist genug. Jetzt kommt sie vor, erst kommt sie vor als theorielos und wir folgen dem. Anschließend kommt sie vor als eine Frau, die wir wegen ihrer weiblichen Gefühle schätzen sollten. Wahrscheinlich ist es so, dass sie ein Opfer männlicher Geschichtsschreibung ist. Wir dürfen sie dem nicht überlassen, wir müssen das doch alle selbst studieren. Wir haben mit dem Luxemburg-Studium vor etwa 20 Jahren erst begonnen, in einem Frauenseminar an der Uni, nicht weit von hier. Und kam als erstes natürlich darauf, was man ziemlich schnell merkt, sie hat nicht über Frauen geschrieben. Von ihren 4000 Seiten handeln 13 in irgendeiner Weise von Frauen. Außerdem hat ein Soziologiehistoriker namens Niggemann auch noch recherchiert, dass nicht eine ihrer Anfragen im Parlament in Frauensachen zustande kam oder ein Frauenantrag war. Sie war ohne Zweifel keine Feministin. Das ist übrigens in sich selbst umstritten. Es gibt eine Linie über Christel Neusüß, falls sie noch jemand kennt,
Rosa Luxemburg stellt, die Genossin Rosa Luxemburg stellt alles auf den Kopf oder so, die Kopfgeburten der Arbeiterbewegung oder wie die Genossin Rosa Luxemburg alles auf den Kopf stellt. Darin reklamiert sie Rosa Luxemburg für die Frauenbewegung als eine glühende Feministin, die für Natur und für Frauenproduktion und für Mütter und Kinder sich eingesetzt hat und dagegen war das gegen das Biene-Baumeister-Modell, das heißt dagegen, dass Produktivkräfte entwickelt wurden und so weiter. Das ist ziemlich problematisch, dieses Buch, weil man bei Luxemburg eine wirklich wahrhafte Begeisterung für die Entwicklung der Produktivkräfte findet. Sie war entschieden der Ansicht, dass das, was im Kapitalismus entwickelt wird, nur jetzt und hier schädlich ist, aber innerhalb einer anderen Gesellschaft uns allen zugutekommen wird. Ich habe das in dem Buch auch mit vielen Zitaten belegt. Es gibt jetzt noch einen weiteren Menschen, der diese wiederum Legende von Christel Neusüß, dass Luxemburg eine Feministin war, der anhängt. Aber dazu will ich jetzt nichts weiter vorführen, sondern ich spreche von unserem Seminar. Wir waren außerdem, also nicht nur über diese merkwürdige Tier- und Blumenliebende Luxemburg, die Theorielose, darauf gekommen, sie zu lesen, sondern auch, weil es aus Chicago eine Forscherin gab, die letzte Sekretärin von Trotzki. Wir steigen viel weiter jetzt in die Geschichte zurück. Die hat ein Buch herausgegeben, Lenin und Luxemburg und die Revolution. Und darin versucht sie, Luxemburg für die Frauenbewegung zu beerben oder die zu empfehlen, mit der Botschaft, dass eine Frau, die zu dieser Zeit ins Offene tritt und öffentliche Reden hält, doch in jeder Weise eigentlich Frauenbewegungsvorbild sein sollte und insofern also schon das Private ins Öffentliche überschritten hat. Und wir sollten ihre Vorstellungen zur Revolution lesen, im Gegensatz zu Lenins Vorstellungen. Und das war der letzte Tropfen, der uns dazu gebracht hat, das lesen wir jetzt. Jetzt kommt die erste Vorlesung, Folie. Der erste Text, den wir uns dann rausgenommen hatten aus diesem ungeheuren 4000 Seiten, war dann einer zu Frauen, einer von den 14 Seiten zu Frauen. Den lese ich euch jetzt vor oder ihr lest ihn mit, der bleibt dann stehen, weil ich den auseinanderlege. Der heißt, für die besitzende bürgerliche Frau ist ihr Haus ihre Welt. Für die Proletarierin ist die ganze Welt ihr Haus, die Welt mit ihrem Leid und ihrer Freude, mit ihrer ganzen Grausamkeit und ihrer rauen Größe. Die Proletarierin wandert mit dem Tunnelarbeiter aus Italien nach der Schweiz, kampiert in Baracken und trocknet trällernd ihre Säuglingswäsche neben Felsen, die mit Dynamitpatronen in die Luft fliegen. Als Saisonlandarbeiterin sitzt sie im Frühjahr im Lärm der Bahnhöfe auf ihrem bescheidenen Bündel ein Tüchlein auf dem schlicht gescheitelten Kopfe und wartet geduldig, um vom Osten nach dem Westen verladen zu werden. Auf dem Zwischendeck des Ozeandampfers wandert sie mit jeder Welle, die das Elend der Krise von Europa nach Amerika spült, in der buntsprachigen Menge hungernder Proletarier um, wenn die rückläufige Welle einer amerikanischen Krise aufschäumt, nach der heimatlichen Misere Europas zu neuen Hoffnungen und Enttäuschungen, zur neuen Jagd nach Arbeit und Brot zurückzukehren. Die erste Lektüreerfahrung, die wir damit gemacht haben, war, wir waren total sauer, als wir diesen Text gelesen haben. Wir fanden, dass dieses absolut kein Leitbild für uns war. Und wir waren aus der Generation, die schon wusste, die Macht der Männer ist die Geduld der Frauen. Und hier wird nun diese Frau geduldig gepriesen und hat nun auch noch den gescheitelten Kopf und das Tuch dran und das bescheidene Bündel und so weiter. Kurz, wir fanden, dass sie nicht wehrhaft, nicht widerständig, nicht subversiv gezeichnet wurde, wie wir sein würden, wenn wir Proletarierinnen wären. Unsere erste Irritation war dann, wir haben das dann nochmal und nochmal gelesen, weil es irgendwie kam uns das auch nicht wahrscheinlich vor, dass das ernst gemeint sein sollte, war, dass die Tugenden der Frauen, die dort beschrieben werden, ebenso genauso von Luxemburg gezeichnet sind, wenn es um Tugenden der Arbeiterklasse als Ganze geht. Aber wie dann weiter? Unseren Unmut versuchten wir produktiv zu wenden, wir versuchten die Szene so umzuschreiben, dass wir damit einverstanden sind. Die Bedingungen, in denen sie war, waren auf diese Weise düsterer ausgefallen als dort. Die Frauen waren stark, nicht so wie da, geduldig, aber es gab keinen Weg, der in irgendeine Form von Veränderung gegangen wäre. Kurz, wir zogen eine erste Lehre, wir vermissten bei Rosa Luxemburg
eine radikale, aber ganz unpraktische Rhetorik. Beim nächsten Ansehen stellen wir fest, es ist ja nicht die Rede davon, wer die Proletarierin ist, sondern wie sie sich bewegt. Überall Leid und Freude, Familie und Heimat als Zuflucht kommen nicht vor. Ausland und Fremde sind nicht einfach Unglück. Denn die Proletarierin, ihr könnt das immer mitverfolgen, ist überall, wo es Arbeit gibt, gleichermaßen fremd und gleichermaßen zu Hause. Wir kamen zu dem für uns überraschenden Ergebnis, dass Luxemburg in diesen wenigen Zeilen die Trennung des Privaten vom Öffentlichen überschreitet und die übliche Zuständigkeit gesellschaftlicher Instanzen wie Familie als Ort der Wärme, des Wohllebens und der Ruhe verneint. Stattdessen legt sie uns nahe, seid menschlich an jedem Ort in eurem Tun und in eben der ganzen beschriebenen Geduld steckt zugleich doch die Aufforderung, nicht auf den anderen Ort, die andere Aufgehobenheit zu warten, sondern lebensbewusst und freudig hier und jetzt zu sein, auf Bahnhöfen, Ozeandampfern und in Steinbrüchen. Die Ungeduld, die wir beim Text hatten, richtete sich dann jetzt gegen uns, dass wir zuvor etwas anderes hinein- oder herausgelesen hatten, nämlich das Gegenteil, dass wir Schwäche als Stärke oder Stärke als Schwäche lasen und fragten uns dann, was hat denn der Text wohl für eine Wirkung gehabt auf nicht uns, auf nicht unseresgleichen, auf andere, fanden dann auch für uns, dass er eigentlich optimistisch klingt, wiewohl die Familie, die Arbeit und die Politik, welches unsere Orte des Politikmachens waren, gar nicht vorkommen. Die Familie ist praktisch im zweiten Absatz der Rede erledigt, durch die Feststellung, dass der Kapitalismus die Frau aus ihr herausgerissen hat. Und in der hier noch erwähnten Trennung von öffentlichem und privatem Bereich erscheint die häusliche Enge gleichermaßen inakzeptabel wie das Joch der gesellschaftlichen Produktion. Im weiteren Text ist die Familie bereits überwunden und jetzt wird klar, wie Luxemburg Frauenbefreiung fasst und welche Politik daraus folgt. Dem Stückchen später, was ihr nicht mehr hier habt, geht es darum, dass die Proletarierin im Kampf und gesellschaftlichen Produktionsprozess, jetzt muss ich das zitieren, das ist der Ort, in der das Weib erst zum Menschen wird. Auch etwas, was wir erst empörend fanden. Dies wird allein über die Teilhabe am gesellschaftlichen Prozess bestimmt. Das Weibsein, kann man daraus schließen, ist als solches Knechtschaft, als Vorenthaltung menschlicher Wesenskräfte. In der Befreiung zum Menschen tritt die Proletarierin gleich dem männlichen Proletarier als potenzielles Subjekt einer gesamtgesellschaftlichen Emanzipation auf. Die Politik wird am Ende des Textes genannt, wenn die Frauen im politischen Leben durch ihre Betätigung auf allen Gebieten festen Fuß fassen sollen. Luxemburg appelliert hier an die Selbsttätigkeit der Frauen für ihre Befreiung. Das ist ganz schön erstaunlich, im Kommunistischen Manifest werden sie befreit, tun sie nicht selber. Indem sie die Arbeiterfrau als Ärmste der Armen kennzeichnet, sieht sie sie folgerichtig auch als Vorkämpferin der Arbeiterklasse und zugleich des ganzen weiblichen Geschlechts. Sie spricht also nicht wie wir von der Doppelunterdrückung von Frauen, sondern die Proletarierin hat kein eigenes Haus, aber ihr Haus ist die Welt. Sie hat keine Familie, sondern ihresgleichen. Sie hat keine Muttersprache, sondern bewegt sich im bunten Sprachengemisch der Völker der Welt. Der Wohlstand der bürgerlichen Frauen ist deren Fessel. Die Proletarierin hat beides nicht, dass sie losgerissen ist, macht, dass sie das andere Ufer erreichen kann. Insofern unterscheidet sich Luxemburgs Agitation radikal von der gewöhnlichen, die die Beschwörung des Elends für eine wirksame Befreiungskraft hält. Sie zeigt, dass in dem, was wir gewöhnlich als Elend wahrnehmen, Hoffnung auf Befreiung steckt. Insofern sind ihre Reden auch Zumutungen, weil sie uns zwingen, anders über das Elend und also anders über das uns heute erstrebenswert scheinende Glück nachzudenken. Ihre Negation ist ins öffentlich Zukünftige gerichtet und überführt damit unseren spontanen Standpunkt der Kritik als einen, der seine Füße selbst noch nicht über die Schwelle des privaten Heims nach draußen gelenkt hat. Insofern schreibt sie auch nicht populistisch, wie wir eine Weile gedacht haben, weil sie so einen populären Gebrauch von häuslichen Bildern macht, zum Beispiel jemand ist ein Schürzenstipendiat oder man kann Politik nicht wie heiße Würstchen, warme Würstchen am Buffet wählen oder so. Wir hatten da als angenommen, sie schreibt populistisch, das denken wir dann jetzt nicht mehr, sondern sie schreibt gegen die Einfühlung ins Hier und Jetzt, welche das Klagen hervorruft. Dagegen sucht sie im Beklagenswerten das Zukünftige.
indem sie die Hoffnung auch als Trauer des Losgerissenseins, des eben Nicht-Zuhause-Seins vorführt, ist ihre Kritik wirklich radikal. Sie führt das Voranschreiten vor als Losreißen vom Gegenwärtigen und die Kraft, die auf diese Weise in ihre Reden kommt, ist aber auch eine, die absieht von den Widrigkeiten des Alltags, wofern nichts Zukünftiges in ihm gefunden werden kann. In dieser Weise entgehen ihr die Geschlechterverhältnisse geradezu systematisch. Das ist in der spezifischen Weise der luxemburgischen Rhetorik angelegt, dass sie nicht über Frauen schreibt. Ich habe daran gelernt, in dem ersten Komplex, die Kritik unserer eigenen Gefühle als ein Mittel der Erkenntnis zu benutzen fortan, den Standpunkt der Kritik genauestens herauszuarbeiten, ehe man damit anfängt, und dass es eine Agitation schwierig ist, die gegen die eigenen Gefühle gerichtet ist, weil sie das Losreißen vom Vertrauten empfehlen muss und dass Selbstkritik und Selbstveränderung Medien des Politikmachens sind. Das erste Päckchen. Das zweite. Kritik an der russischen Revolution und Erfahrung. Was kann man denn dann für Frauen für eine zeitgemäße Politik aus Luxemburg lernen, wenn wir ihr mir jetzt vertraut, dass da auf der direkten Ebene nichts zu finden ist, wenn also die Bedeutung des Alltags weitgehend fehlt, beziehungsweise wenn sie anders einsteigt, nämlich daran, sie setzt immer und überall auf Erfahrung, als Schule des Lernens, als Medium von Politik, als Quell, aus dem Neues springt, als Schule des Lebens selber. Im Buch gibt es ein eigenes Kapitel dazu und damit es hier nicht wie Reformpädagogik klingt, wollte ich diese Rolle der Erfahrung eben nicht an diesem Reformerischen in Bezug auf das Lernen festmachen, sondern härter mitten ins Zentrum gehen an der Kritik an der russischen Revolution, also am Ernsten. Hier ist sie ein Opfer einer neuen Legende. Ich weiß nicht, wie viele noch Manfred Scharrer kennen. Der gilt als Gewerkschaftshistoriker, war auch mal links. In seinem tendenziösen und zumeist ohne viel Quellenstudium geschriebenen Buch zu Luxemburg und Liebknecht, das heißt Die Legende von Karl und Rosa. Da behauptet Scharrer, 2002 erschienen, zur Untermauerung seiner These, sie hätten die Arbeiterbewegung in eine antidemokratische Sackgasse geführt. Kontrafaktisch behauptet er, Zitat, Demokratie war für Rosa Luxemburg nur nützlich bis zum Tag der Revolution. Dann kam die Phase der Diktatur. Demokratie war für sie allenfalls ein Mittel zur Eroberung der Macht. Sie ist fasziniert von der Revolution und nicht von der Demokratie. Sie ist fasziniert von der Gewalt und nicht vom Parlament. Sie beschwört den Glauben vom Zusammenbruch des Kapitalismus. Der einzige Satz, den er mit Kohl als möglichen aufzuhebenden Satz von Rosa Luxemburg gelten lässt, ist der, den der Meinhard schon zitiert hat, Freiheit ist stets die Freiheit der Andersdenkenden. Aber die Elemente, die in dem Zitat vorkommen, sind allesamt falsch und zudem dumm. Jedes Einzelne, Diktatur, Demokratie, Gewalt, Parlament, je für sich. Wenn man jedes Einzelne von denen jetzt im Werk von Rosa Luxemburg nachliest, etwa zum Beispiel die CD sich kauft und es dann anwählt und guckt, wann spricht sie darüber, wird man feststellen, dass man, jetzt hat man Lust, alle negativen Zitate zu finden. Findet man tatsächlich, dass sie zu jedem Einzelnen, zum Parlament besonders, außerordentlich negative Bestimmungen abgegeben hat, zur Demokratie ebenfalls, sich positiv zu Gewalt geäußert hat und so weiter. Man findet all diese Sachen im Einzelnen und kann dann entweder seine These, die man vorher hat, sie hat sich dagegen geäußert, belegen mit diesen Zitaten. Oder man findet alle Zitate, nämlich die umgekehrten auch, die genau das Gegenteil sagen. Und dann kann man sagen, sie hat nicht gewusst, was sie sagen wollte. Sie hat dauernd ihre Meinung geändert. Aber man hat nichts vom luxemburgischen Denken verstanden. Sie macht nämlich etwas völlig anderes. Das ist die Lehre, die ich jetzt euch versuche einzuschreiben in eure Seelen, dass ihr in Zukunft so denkt und Politik macht. Sie bindet die Gegensätze zusammen. Sie zeigt, dass ihr Gegensatzsein eine Frage der vorhandenen oder ein Effekt der vorhandenen kapitalistischen Verhältnisse ist und die Lösung eine praktische ist.
keine etwa rein logische, wie das, wenn man das so einen Katalog macht. So zunächst bei Diktatur und Demokratie. In ihrer Kritik, die keine an der Revolution ist, sondern am Aufbau des Sozialismus danach, kritisiert sie heftig, dass Lenin und Trotzki mit der Abschaffung der bürgerlichen Errungenschaften wie Meinungs- und Pressefreiheit, Vereinsleben, Demokratie, das ganze politische Leben im Ganzen erdrückten und dass ohne eine freie, ungehemmte Presse gerade die Herrschaft breiter Volksmassen ganz undenkbar ist. Jetzt kommt die nächste Folie. Jetzt kommt das Zitat, damit ihr es schwarz auf weiß habt. Der Grundfehler der Lenin-Trotzkischen Theorie ist eben der, dass sie die Diktatur, genau wie Kautsky, das ist einer, der für Reformen steht, der Demokratie entgegenstellen. Diktatur oder Demokratie heißt die Fragestellung sowohl bei den Bolschewiki wie bei Kautsky. Dieser entscheidet sich natürlich für die Demokratie, und zwar für die bürgerliche Demokratie, da er sie eben als die Alternative zur sozialistischen Umwälzung hinstellt. Lenin-Trotzki entscheiden sich umgekehrt für die Diktatur im Gegensatz zur Demokratie und damit für die Diktatur einer Handvoll Personen, das heißt für bürgerliche Diktatur. Es sind zwei Gegenpole, beide gleich weit entfernt von wirklicher sozialistischer Politik. Dagegen stellt sie als historische Aufgabe des Proletariats, wenn es zur Macht gelangt, anstelle der bürgerlichen Demokratie sozialistische Demokratie zu schaffen, nicht jegliche Demokratie abzuschaffen. Die Unterscheidung zwischen bürgerlicher und sozialistischer Demokratie bestimmt sie ganz einfach. Während die bürgerliche Demokratie keine Schulung der Massen braucht, weil sie in ihrem System eine Elite über die Massen stellt, denen sie dann zwar das Wahlrecht, aber keine wirkliche Beteiligung an der Gestaltung der Gesellschaft zumisst, verwandelt sich die Demokratie in einer sozialistischen Gesellschaft in ein Instrument zur Beteiligung der Massen, zu ihrer Schulung und Erziehung, zur Anfeuerung des Experiments, zum Wettstreit, eben zur Veränderung der vielen, die die Entwicklung der Gesellschaft als eigene Aufgabe vorantreiben. Dies, welches ja das Ziel war, um dessen Willen überhaupt gekämpft wurde, muss nach Luxemburg sogleich und von Anfang an den Wiederaufbau der Gesellschaft, die Verwandlung der bürgerlichen Gesellschaft in eine sozialistische bestimmen. Dafür gibt es noch kein klares Konzept und keine Erfahrung. Und so ist die praktische Verwirklichung, jetzt wieder ein Zitat, des Sozialismus als eines wirtschaftlichen, sozialen und rechtlichen Systems eine Sache, die völlig im Nebel der Zukunft liegt. Wie dann? Aus Erfahrung. Aus dem Machen, aus der Gestaltung selbst sollen die Massen ihre Gesellschaft als sozialistische konstituieren. Diktatur kann jetzt als Zwang zur Entwicklung verstanden werden oder als permanenter kategorischer Imperativ. Alle sollen lernen zu regieren, indem sie die Regierung übernehmen. Brecht hat das übernommen und in sein Stück Die Mutter und Eisler hat das vertont. Das kennen vielleicht einige hier noch, das Lob des Lernens. Das beginnt dann irgendwie so, lerne Mann im Gefängnis, lerne Frau in der Küche, lerne 60-Jähriger, du musst die Führung übernehmen. Es hat viele Strophen und die letzte ist immer, du musst lernen, du musst die Führung übernehmen. Gelernt im Ganzen habe ich aus diesem Abschnitt, neben einigen historischen Richtigstellungen über ihren Standpunkt, gegen Schachers Fehlmeldungen, Fragen zu verschieben. Was als Gegensatz erscheint, ist es nun Diktatur oder Demokratie, gehört verknüpft, auf eine andere Stufe gehoben. Es muss als Diktatur demokratisch sein, ist die Losung da drin. Und Politik von unten verlangt ultimativ, dass von unten gehandelt wird. Dies bedingt fortwährende Lernprozesse, Verstrickung ins Experiment, sonst geht nichts. Jetzt kommt der dritte Teil. Der nächste Satz, denn ist wieder ein nächster Gegensatz und die nächste Verschiebung, nämlich jetzt geht es um Reform und Revolution. Oder um Realpolitik und Revolution. Diese Begriffe sind wieder so gewählt, dass sie einander auszuschließen scheinen, entweder das eine oder das andere. In ihrer Schrift zum 20. Todestag von Marx, das ist 1903, schließt Luxemburg sie explizit zusammen und erfindet den Begriff revolutionäre Realpolitik für ihre gesamte bisherige Politik in der Sozialdemokratie. Die Gegensätze halten diesen Begriff unter Spannung.
Aber was kann man darunter genau verstehen und wie soll man das praktizieren? Irmtraut Morgner findet ihr in ihrem Hexenroman Amanda, das ist nun schon 1984, kennt vielleicht niemand mehr, für solche zerreißende Zusammenstellung eine lebbare Lösung. Sie spaltet die Gesamtmenge der politisch aktiven Frauen in eine Gruppe, die Realpolitik betreibt, daher um Reformen bemüht ist und die Bedingungen der Frauen und Lage etwas verbessert. Die andere, Revolution, anstrebend, anarchistisch, umsturzpropagierend unterwegs ist. Nachts treffen sich die beiden auf dem Blocksberg, es sind nämlich Hexen, und tauschen ihre Erfolge aus. Solche Art sind sie immer auf dem Stand des Realmöglichen für beide Seiten, weil sich das nicht zuletzt durch beiderseitige Taten beständig ändert. Wäre es also ein politisches Ziel, dass die beiden Wege sich zusammenlegen ließen, außerhalb von Blocksbergen? Bei Luxemburg geht es darum, diese Dimensionen zu verknüpfen, und zwar im Bestehenden, also hier und jetzt Politik zu machen, hier und heute politisch handlungsfähig zu sein, in der Perspektive einer großen Veränderung. Dafür braucht es einen Bruch mit bisheriger Politik. Das kommt die dritte Folie. Das ist das einzige Mal, wo sie diesen Begriff selbst nennt, aber der ganze Text im Übrigen, ihre ganze Politik handelt davon oder ist nach dem Muster gebaut. Vor allem aber, was gibt uns einen Maßstab bei der Wahl der einzelnen Mittel und Wege im Kampfe zur Vermeidung des planlosen Experimentierens und kraftvergeudender utopischer Seitensprünge? Die einmal erkannte Richtung des ökonomischen und politischen Prozesses in der heutigen Gesellschaft ist es, an der wir nicht nur unseren Feldzugsplan in seinen großen Linien, sondern auch jedes Detail unseres politischen Strebens messen können. Dank diesem Leitfaden ist es der Arbeiterklasse zum ersten Mal gelungen, die große Idee des sozialistischen Endziels in die Scheidemünze der Tagespolitik umzuwechseln und die politische Kleinarbeit des Alltags zum ausführenden Werkzeug der großen Idee zu erheben. Es gab vor Marx eine von Arbeitern geführte bürgerliche Politik, es gab revolutionären Sozialismus, es gibt erst seit Marx und durch Marx sozialistische Arbeiterpolitik, die zugleich und im vollsten Sinne beider Worte revolutionäre Realpolitik ist. Was das im Einzelnen verlangt, ich habe ein großes Kapitel dazu hier drin, wo ich die einzelnen Artikel da durchgehe, wie sie das im Einzelnen macht und kann das euch jetzt nur zusammenfassend diagnostizieren. Es verlangt auf jeden Fall eine wissenschaftliche Analyse und Durchdringung der jetzigen Kräfteverhältnisse durch Intellektuelle. Das ist sozusagen ein Vorläufer von Gramsci, Luxemburg, an diesem Punkt. Sie meint, es müssen beständig die Taten der transnationalen Kapitale studiert werden, die waren damals schon transnational, und die Aktionen von unten, Streiks, Revolutionen, ihre Fehler und ihre Lösungen, wie weit ist man damit gekommen. In Krise der Sozialdemokratie, in dieser Schrift kann man das wie ein fantastisches Geschichtsbuch nachlesen. Außerdem muss gestritten werden um Verbesserungen im Leben der Arbeitenden. Es muss also müssen jeweils Reformen unterstützt werden. Im parlamentarischen Kampf zum Beispiel jeweils das Beste durchgesetzt werden, der beste Stand erreicht werden. Aber zugleich muss unaufhörlich vorgeführt werden, dass es unter den gegebenen Wirtschaftsverhältnissen als Gesamtlösung kapitalistisch gar nicht möglich ist, die Lage der Arbeitenden zu verbessern, nachhaltig, nachdrücklich zu verbessern. Das war vor 10 Jahren, wenn man das vorgeführt hat, für viele ganz unverständlich. Heute in der Weltwirtschaftskrise ist das jedem klar, dass das sehr einfach vorgeführt werden kann, dass innerhalb dieses Systems die Lage der Arbeitenden nicht durch Reformen nachhaltig und auch bleibend verbessert werden kann. Daher ist eine andere Gesellschaft nötig. Mit anderen Worten, es geht dann in der Agitation, die diese Reformbemühungen begleiten, darum, die Arbeitenden aus dem Fenster zum Beispiel des Parlaments heraus, also übers Fernsehen, für sozialistische Ziele zu gewinnen. Gramsci nennt das, es geht also um Hegemonie im Volk. Die ausschließende Entgegensetzung von revolutionärer gegen sozialreformerische, gegen demokratische, gegen Realpolitik, so lässt sich von Luxemburg lernen, verdankt sich einer falschen Einschätzung des Proletariats.
Politik muss gemacht werden mit dem beherrschten Proletariat und nicht mit dem siegreichen. Das bedeutet, dass Politik für die Arbeiter zugleich gegen sie gemacht werden muss, mit ihnen um Veränderung gerungen werden muss, ihre Selbstveränderung einschließen muss. Zum Beispiel gibt es eine wunderschöne Stelle, wo sie darüber nachdenkt, dass ein Gewerkschafter, der sich, bevor er auf eine 1. Mai-Demo geht, erkundigt, ob er im Falle seiner Festnahme dann auch die Überstunden bezahlt kriegt und die Reisekosten abrechnen kann und Ähnliches. Mit dem kann man überhaupt keine Gesellschaftsveränderung machen. Aber wenn es dann soweit ist, dass eine Veränderungssituation gegeben ist, dann wird er quasi zu einem Revolutionsromantiker, dem das eigene Leben nicht so viel gilt wie die Sache. Aber weil wir mit dem beherrschten Proletariat, also mit Subalternen es zu tun haben, angesetzt werden muss beim beherrschten Volk, setzt sie auf, wie Gramsci, setzt auf den gesunden Menschenverstand. Bei Luxemburg ist es der Sinn für Gerechtigkeit im Alltagsverstand. Sehr, sehr wichtig, sich zu merken, weil es ja auch eine Form von Ethik ist, die dadurch in ihre Politik kommt. Die Einsichten, die das Volk gewinnt, sollen es befähigen, politisch zu denken, in der Perspektive die Regierung zu übernehmen. So. Diese Art, sehr schade. Diese Art, revolutionäre Realpolitik zu formulieren und zu denken und vorzuschlagen, hat in der Geschichte der Arbeiterbewegung kaum eine Aufnahme gefunden. Es gibt ein Kapitel bei Lukács, was genau so heißt, revolutionäre Realpolitik. Das ist in seinem Buch über Lenin und damit meint er den Aufbau des Sozialismus durch Lenin. Da ist das Real da dran und das Revolutionäre hat beides eine andere Bedeutung. Dann gibt es durch Joachim Hirsch eine Aufnahme, da nennt er das radikaler Reformismus. Da ist aber die Hauptlinie, den Staat zu überwinden. Und das ist nicht die Linie, die Luxemburg vorschlägt, das ist also etwas anders. Dann gibt es durch Micha Bri neuerdings eine Aufnahme und er möchte es aber radikale Reformpolitik nennen, weil er denkt, dass das Revolutionäre praktisch ein Tabuwort ist und man sich damit die Akzeptanz verbaut. Er möchte aber dasselbe meinen mit radikaler Reformpolitik. Für mich ist das schwierig zu denken, weil unter radikaler Reform ich was anderes verstehe als eine Politik, die in diesem Gegensatz sich bewegt. Weil es bei Luxemburg nämlich darum geht, dass die Reformen nötig sind, aber die Reformen durchzusetzen zugleich eine Stärkung des Kapitalismus ist, das heißt die Wände in Richtung Veränderung werden durch die Reformen immer höher, nicht etwa schon ein Stück weit abgebaut. Dass es gleichzeitig zur Hegemoniegewinnung dienen soll, bedingt, dass eine Vermittlung dazu kommt. Das heißt, diejenigen, die die Reformen durchsetzen müssen, wie ich das vorher gesagt hatte, immer gleichzeitig erklären, dass diese ganzen Sachen aber nicht nachhaltig und nicht radikal möglich sind und deswegen vorbereitet sein oder Vorbereitung aufbauen für eine alternative Gesellschaft. Das ist ein relativ komplizierter Gedanke, aber wir können ja dann darüber noch sprechen. Die Studenten hier an der HWP haben das auch so gemacht, eine Zeit lang im Hochschulrat und ich fand das auch nicht sehr erfolgreich. Sie führt das zum Beispiel vor an der fantastischen Diskussion um das Bremer Budget. Da fand sie die Sozialdemokraten ganz toll, die haben um jeden Posten gerungen, jedes Stückchen, immer doch noch irgendwie 1 Euro oder 1 Mark oder 10 Minuten oder sowas besser. Und dann, wenn sie endlich das Budget herauskam als ein Kompromiss, haben sie das Ganze abgelehnt. Sie findet das absolut fantastisch als Politik, weil ja jetzt gerungen wird um die Bedingungen und gleichzeitig wird gezeigt, wir müssen das Ganze aber ablehnen, weil es innerhalb des Kapitalismus eh nicht nachhaltig ist. Eine andere Gesellschaft ist nötig. Gelernt davon, in Gegensätzen zu denken und zu handeln, ist zwar bequem, aber auch dumm. Schwierig ist die Verknüpfung, weil es im Kern um Hegemonie geht für ein Projekt, das ich selber noch nicht weiß. Es ist im Nebel der Zukunft. Dafür braucht es alle,
Und für die organischen Intellektuellen, das ist ein Gramsci-Begriff, braucht es eine starke Presse. Er hat das schon zitiert, dass wir versucht haben, den organischen Intellektuellen mit engagierte Intellektuelle zu übersetzen in unserem Argument 50 Jahre, um zu überlegen, was wir eigentlich tun. Ich habe zusätzlich versucht, Luxemburgs revolutionäre Realpolitik zu übersetzen in eine Politik für heute. Das ist in dem Buch die 4-in-1-Perspektive. Das liegt dort auch, das soll genau dieses sein, revolutionäre Realpolitik. Ich habe hier von Luxemburg in der Hauptsache auch gelernt, dass es immer darauf ankommt, die verschiedenen Elemente des Kampfes zu verknüpfen. Jeder Einzelne für sich genommen wird langfristig reaktionär. Sie bezieht das für euch wahrscheinlich erstaunlich auf die Frage, der politische Kampf ist parlamentarisch in der Presse, auf der Straße und auf den Barrikaden. Jeder Einzelne davon für sich ist reaktionär. Sie gehören verknüpft. Nur in der Verknüpfung entwickeln sie ihre verändernde Kraft. Jetzt kommt der 4. Punkt. Das heißt Selbstkritik und Passion. Wie immer, wenn es ans eigene Mark geht, auch historisch, ist es besonders schmerzhaft und schwierig zu lernen, dass wir auch Fehler machen und uns Irrtümern aussetzen. Auffällig ist, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, ich müsste das mal an euch probieren, dass zumeist, wenn von Fehlern und Irrtümern die Rede ist, man sofort denkt, es müssen die anderen sein, die diese Fehler und Irrtümer begangen haben, es geht gar nicht um uns. Und so war das auch bei mir, als ich die Krise der Sozialdemokratie las, bin ich spontan davon ausgegangen, bei Fehler und Irrtümern, das wimmelt von diesem Begriff in dem Text, geht es um die Fehler der Sozialdemokratie. Und dann wusste ich auch gleich, das muss deswegen sein, weil sie für den Ersten Weltkrieg die Kriegskredite bewilligt haben und das war der zentrale Fehler. Als erstes habe ich natürlich gelernt, was wahrscheinlich hier alle sofort wissen, dass sie hätten gar nicht durch die Nichtbewilligung der Kriegskredite den Ersten Weltkrieg verhindern können, weil sie gar nicht die Mehrheit im Parlament hatten. Also spricht Luxemburg auch gar nicht in Bezug auf diesen Umstand, als es sei ein Fehler, sondern sie spricht, die Sozialdemokratie hat ethisch, politisch versagt, sie war ein Leuchtturm, sie war das Hirn der Internationale und sie macht auch nicht Fehler da drin, sondern die Begriffe sind Verrat, Katastrophe, Betrug, Täuschung, Disziplinbruch und so weiter. Sie hat sich aus der Geschichte ausgelöscht, indem sie den sogenannten Burgfrieden geschlossen hat, zwar einseitig den Klassenkampf abgestellt, sie aber ist eine Partei des Klassenkampfes und die Oberen haben den weitergeführt und die Partei hat den abgestellt und insofern hat sie sich aus der Geschichte getilgt. Da ist überhaupt nicht die Rede von Fehlern und auch nicht von Irrtümern. Fehler ist, wenn man nicht genug weiß. Irrtümer ist auch, wenn das Wissen fehlt. Aufrechterhaltung von Irrtümern hindert an eingreifender Politik. Aber wer macht denn eigentlich Fehler und irrt im Kontext von der Schriftkrise der Sozialdemokratie, in der also diese Worte wuchernd geradezu vorkommen? Das Erste, was man lernt, ist, es ist die Arbeiterklasse und ihre Intellektuellen, die die Fehler machen. Der Internationalismus, von dem sie ausgingen, ist gar nicht vorhanden gewesen. Die Sozialdemokratie war keine Bewegung, sondern zur Bürokratie erstarrt. Sie hatte die Hegemonie verloren unter ihresgleichen. Und jetzt müssen neue Wege gegangen werden. Von unten muss alles von Neuem begonnen werden, historisch kritisch. Was wurde eigentlich falsch gemacht? Wie kann man gegen Erstarrungen kämpfen? Wie kann man das Ganze im Fluss der Bewegung halten? Jetzt kommt die nächste Folie. Sie fängt an mit das moderne Proletariat. Das geht, glaube ich, sogar dadurch, aber geht auch so. Ist das das? Ja. Das moderne Proletariat geht anders als der Demokrat, der revolutionäre Kleinbürger bei Marx, aus geschichtlichen Proben hervor. Gigantisch wie seine Aufgaben sind auch seine Irrtümer. Kein vorgezeichnetes, ein für allemal gültiges Schema, kein unfehlbarer Führer zeigt ihm die Pfade, die es zu wandeln hat. Die geschichtliche Erfahrung ist seine einzige Lehrmeisterin, sein Dornenweg der Selbstbefreiung ist nicht bloß mit unermesslichen Leiden, sondern auch mit unzähligen Irrtümern gepflastert. Das Ziel seiner Reise, seine Befreiung, hängt davon ab, ob das Proletariat versteht, aus den eigenen Irrtümern zu lernen. Hier kommen die Irrtümer gleich dreimal in einem Absatz vor
aber sie beziehen sich gar nicht, wie bei der flüchtigen Lektüre angenommen, auf die Partei, deren Krise der Titel der Gesamtschrift ist, sondern auf das Proletariat als Klasse und dies auch nicht als eine vorhandene Menge von Arbeitern, sondern auf die Klasse im Werden, die über Irrtümer zum internationalen sozialistischen Weltproletariat erst wird. Irrtümer begeht es also auf diesem Weg nicht nur, weil es keine fehlerlosen Führer hat, sondern vor allem, weil dieser Weg historisch noch nicht begangen wurde, also im Prozess experimentell erst gefunden werden muss. Dieses, schreibt sie dann, muss beginnen mit erbarmungsloser Selbstkritik. Das gilt sowohl individuell für die einzelnen intellektuellen Birosa selbst, die in diesem Prozess waren, ebenso wie für die Bewegung, die Partei, für die Versuche der Unterdrückten, das zitiert sie dann Marx, alle Verhältnisse umzustürzen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Und wie? Hier schließt sich der Kreis von unten wieder. Ganz harmlos formuliert, aber natürlich für uns ganz schwierig zu verstehen. Wir müssen dialektisch in Bewegung bleiben. Aufklärung nie unter dem Stand der Kräfteverhältnisse. Die Kräfteverhältnisse waren das vorher Gesagte, die Weise, wie die transnationalen Kapitale agieren, zum einen, zum anderen die Weise, wie die Aktionen der unteren Streiks, Revolutionen und so weiter schon gekommen sind. Gelernt, dass schwierig und notwendig beim Politikmachen eine Haltung ist, die Fehler nicht quasi automatisch bei anderen sucht, sondern bei sich selbst. Und dass Selbstkritik praktisch das Fundament von Bewegung, die Hefe ist, die es sie vorantreibt, notwendig, um Alternatives überhaupt denken zu können, zu erarbeiten, dafür sich einzusetzen, schließlich aufzubauen. Die Geschichte, wie die weitergegangen ist, ist vielleicht nicht bekannt. Sie ist dann in die USPD. Ganz kurz, die Geschichte geht jetzt ganz rasend schnell voran bis zu ihrer Ermordung. In der USPD findet sie, dass ganz das Alte wieder gemacht wird. Niemand macht Selbstkritik. Alles ist wieder in der alten bürokratischen Form und geht ganz genauso weiter. Und dann gründet sie zusammen mit anderen die Kommunistische Partei, also erst den Spartakusbund und dann die Kommunistische Partei. Und dann wird sie wenige Wochen später ermordet. Also konnte sie die praktische Schlussfolgerung oder das Umsetzen, was sie eigentlich damit gemeint hat und wie es hätte gemacht werden können, selber nicht tun. Am Ende schreibt sie die Geschichte in die Arbeiterbewegungsgeschichte, in die Passionsgeschichte, als allgemeine Geschichte des Volkes und doch auch als besondere der Arbeiterbewegung. Jetzt kommt die nächste Folie. Letzte. Ja, nee, die vorletzte ist das. Fängt das mit der Sozialismus an? Der Sozialismus ist die erste Volksbewegung der Weltgeschichte, die sich zum Ziel setzt und von der Geschichte berufen ist, in das gesellschaftliche Tun der Menschen einen bewussten Sinn, einen planmäßigen Gedanken und damit den freien Willen hineinzutragen. Sie wählt die Metapher des Golgatha-Wegs eigener bitterer Erfahrungen und wiederholt viermal die Anrufung, kommt jetzt da drin, kreuziget ihn, als Forderung der Kapitalisten, dann der Kleinbürger, dann der Scheidemänner, die wie Judas ist, wie spricht sich der Iskariot? Wulf, du weißt das doch. Iskariot, gut. Die wie Judas Iskariot die Arbeiter an die Bourgeoisie verkauft haben und um die Silberlinge ihrer politischen Herrschaft zittern und schließlich kreuziget ihn, wiederholen noch wie ein Echo getäuschte, betrogene, missbrauchte Schichten der Arbeiterschaft und Soldaten, die nicht wissen, dass sie gegen ihr eigenes Fleisch und Blut wüten, wenn sie gegen den Spartakusbund wüten. Brecht, der das gesamte Spartakusprogramm in den Flüchtlingsgesprächen übersetzt hat, nimmt nicht das Kreuzigen auf, sondern diese letzte Wendung über die missbrauchten Arbeiter und Soldaten und lässt den Chor der revolutionären Arbeiter, der von der Erschießung eines revolutionären Arbeiters berichtet, so enden. Ihn aber führten seinesgleichen zur Wand jetzt. Und er, der es begriff, begriff es auch nicht. Bei Luxemburg lesen wir verzweifelte Hoffnung, dass der sozialistische Geist überlebt, auch wenn seine Akteure als revolutionäre Realpolitiker umgebracht werden. Dafür findet sie Vorläufer in der christlich-ethischen Tradition und übersetzt also die Passion in die Geschichte der Klassenkämpfe.
Brecht dagegen setzt aufs Begreifen, das schließlich überdauert und vor allem das Gegeneinander derer, die zusammengehören, beenden kann, so schreibt er dies schließlich in seine kurze Grabschrift für Rosa Luxemburg. Hier liegt begraben Rosa Luxemburg, eine Jüdin aus Polen, Vorkämpferin deutscher Arbeiter, getötet im Auftrag deutscher Unterdrücker, Unterdrückte, begrabt eure Zwietracht. Das sollte der Punkt, das Ende sein. Ja, herzlichen Dank, Frau Haug. Schwierige Fragen. Diese Frage ist denn, die erste Frage von Meinhard ist denn, wenn wir Marx folgen, dass eine Gesellschaftsformation nie untergeht, ehe sie nicht sozusagen alle ihre Möglichkeiten ausgeschöpft hat und im Schoße der Alten die Bedingungen für das Neue entwickelt hat? Das war die Frage, würde das Luxemburg auch so sehen? Es gibt dort einen langen Streit, in den sie natürlich auch eingreift. Kann man das voraussehen, wann das etwa sein wird? Marx und Engels haben irgendwann so in den 48ern schon gedacht, morgen. Das ist ziemlich, steht ziemlich direkt davor. Dann aber haben sie gemerkt, dass es so überhaupt gar nicht ist und haben dann aber das ganz endlos hinausgeschoben. Ja, das kann man zum Beispiel aus dem tendenziellen Fall der Profitrate keineswegs errechnen. Das ist dann so, wie Millionen Jahre es noch bis zum Untergang der Sonne braucht, weil immer andere Weisen gefunden werden. Es lässt sich also mechanisch nicht bestimmen, wann das sein wird. Sie selber war, das ist wahrscheinlich auch bekannt, absolut gegen den Novemberaufstand, weil sie dachte, dass die Bedingungen nicht dafür jetzt gegeben sind. Aber dann musste sie als Mitglied des Revolutionären Komitees, musste sie dann natürlich mitmachen. Aber gegen Ende, also kurz zuvor, waren doch alle diese Spartakisten der Auffassung, dass es nicht mehr sehr weit ist, bis das Proletariat so weit ist, dass es die Regierung übernehmen kann. Das ist ja der Hauptpunkt da drin. Und bei Luxemburg und bei Marx ging es um die Entwicklung der Produktivkräfte, der Arbeit und so weiter. Aber keiner von denen hat eigentlich versucht, dann außer um 48 rum, hat versucht, irgendwie ein genaues Datum anzugeben und zu sagen, jetzt ist es. Aber ihr könntet es doch eigentlich. Diese Krise, diese Weltwirtschaftskrise ist doch dermaßen den Kapitalismus an die Wand gefahren, dass man überlegen musste, wie denn eigentlich weiter. Das weiß doch offenbar, das liegt doch ebenfalls im Nebel der Zukunft, ob sich dieses kapitalistische System in dieser gleichen Weise wiederherstellt oder herstellen kann oder wie denn. Keiner von denen weiß im Augenblick, was zu tun ist. Es gibt diese wahnwitzigen Ideen, dass man erst Opel, also einen einfachen kapitalistischen Betrieb subventioniert und dann kommen alle anderen Betriebe, möchten auch subventioniert werden. Die Krise wird immer größer, immer mehr müssen es. Dann gibt es schon Aufstand, das soll aber nicht so sein. Arcando soll wenigstens nicht und andere vielleicht auch nicht, aber die Liste derer, die jetzt unterstützt werden wollen, wird immer länger. Und von was wird das finanziert und wie geht denn diese Verstaatlichung der Banken, soll die dann wieder rückwärts gehen und so. Es gibt dazu kein Konzept, ein funktionierendes kapitalistisches Konzept. Aber es gibt natürlich auf der anderen Seite auch keine wunderbar geschulte und die Regierung zu übernehmensbereite Arbeiterbewegung oder ihr, alle die hier sitzt, mit Wunder die Linke, mit wunderbaren funktionierenden Plänen, wie jetzt Demokratie von unten aufzubauen ist und wie man das machen könnte, das gibt es fast noch weniger, sodass wir alle eigentlich in einem Art hilflosen, in einem hilflosen Stand sitzen. Und um Meinhards Frage zu beantworten, man würde eigentlich mit Marx sagen, der Punkt ist jetzt, der Kapitalismus ist gegen die Wand gefahren, die freie Marktwirtschaft in dieser Form, in dieser absoluten neoliberalen Zuspitzung funktioniert nicht. Und jetzt? Wie jetzt weiter? Es ist global, die ganze Welt ist einbezogen, es gibt nicht irgendeine Insel, wo man noch auswandern könnte und irgendwie von vorne anfangen. Und wie jetzt ist also ein einziges Fragezeichen und vielleicht
lesen wir nochmal nach, ob Sie irgendein Rezept haben, was wir jetzt tun sollen, oder denken selber schärfer nach, wie wir jetzt vorgehen sollten. Da ist ja die andere Frage mit drin gewesen, die Gewerkschaften zum Beispiel. Die Gewerkschaften sind ja nicht nur, hat er gesagt, die Gewerkschaften sollten die Bedingungen der Arbeitenden verbessern und gleichzeitig sollten sie mit ihnen praktisch politische Alternativen studieren oder sie ihnen beibringen oder sie alle zusammen sollten das erfinden und dann würden wir eine Art Gewerkschaftsrepublik gewinnen. Aber das wisst ihr doch alle, dass die Gewerkschaften lange auf ihr politisches Mandat verzichtet haben und insofern auf der Seite sind, die Bedingungen der Arbeitenden zu verbessern, soweit sie das noch können, sind ebenfalls mit dem Rücken an der Wand im Augenblick. Es gibt immer mehr Arbeitslose, immer mehr Unruhe und es gibt in der Gesellschaft keinen Ruck nach links, sondern in Richtung fundamentalistisch. Und jetzt, was tun sie? Sie denken fieberhaft nach, aber was sie genau tun können, steht ebenso im Nebel der Zukunft und sie wissen es im Augenblick nicht. Ich war gerade eingeladen auf eine Tagung der IG Metall, des IG Metall-Vorstands zur Arbeitszeitpolitik, weil sie eben mit dem Rücken an der Wand wissen, dass sie etwas ändern müssen, aber nicht genau was. Und die sollte 3 Tage sein und am 3. Tag sollte ich die 4 in einem Perspektive vorstellen, damit sie utopische Gedanken auch noch bekommen, wie sie in die Zukunft schreiten könnten. Die Tagung sollte nächste Woche sein, die ist gestern abgesagt worden, weil keiner der Gewerkschaftsfunktionäre im Augenblick in der Krise Zeit hat für eine 3-tägige Tagung. Sie sind alle vor Ort und müssen nachdenken, wie sie den nächsten Streik mitorganisieren oder abfangen oder und so weiter. Sie finden die Muße nicht, über die mögliche Politik nachzudenken. Also könnt ihr von mir auch nicht erwarten, dass ich das finde jetzt. Und Silke, das mit dem Bildungsbegriff, das ist ein wirklich unglaublich schwieriges Thema, weil Luxemburg benutzt natürlich lauter Worte, die für uns in Verruf gekommen sind und wir dürfen so nicht mehr sprechen. Wir dürfen nicht sagen, Schulung ist mein erstes Losungswort, aber Rosa Luxemburg spricht so. Schulung muss sein. Aufklärung dürfen wir auch nicht mehr sagen. Aufklärung ist von oben und wir wissen es und bringen das Licht in die dunklen Gehirne. So geht es nicht, es muss also anders gesprochen werden. Die Sprache, die wir dafür brauchen, haben wir nicht. Aber wir sollten sie erfinden. Und wenn man bei Luxemburg nachliest, was denkt sie denn, was Schulung sein soll? Das ist die Frage, was für ein Bildungsbegriff hat sie denn eigentlich? So ist es immer der, dass sie ein Arrangement schafft, in dem die Einzelnen durch ihr praktisches Tun sich selber erziehen. Es muss eine praxisorientierte Initiative sein. Selbst wenn ich habe dann versucht, das so zu formulieren, dass die Einzelnen instand gesetzt werden, aber das ist auch ein Begriff von oben, der die Sache von oben nach unten denkt. Ne? Wir müssen es irgendwie, such doch bitte mal einen Querbegriff, der die Rolle der engagierten Intellektuellen unter den Linken, wie sie jetzt Bedingungen schaffen, in denen die Einzelnen nicht belehrt werden, sondern sich selbst belehren. Das ist die Aufgabe. Das kann man nur sehr lang sprechen, mit sehr langen Worten. Aber klar ist, worum es geht. Ne? Und wir finden uns in allen Texten auf diesem schmalen Grat. Es wird ihnen nicht einfach gesagt, sondern wenn man zum Beispiel an den Gerechtigkeitssinn anknüpft, sind die Geschichten doch ganz anders, die erzählt werden, als wären es reine Aufklärungsgeschichten. Sondern es werden Geschichten erzählt, in denen man selber anfängt zu denken. Und die Elemente verrückt und anders wieder zusammensetzt. Wie ich euch die Geschichten erzählt habe von revolutionärer Realpolitik oder demokratischer Diktatur, dann muss man selber denken und sich selbst bewegen, sonst geht es nicht. Ich habe auch versucht, sie war an der Parteischule sehr lange, hat Nationalökonomie und noch einige andere Sachen gelehrt, habe versucht, irgendwelche Zeugnisse dazu zu finden, habe ich nur gefunden, irgendeinen Brief einer Frau, die bei ihr gelernt hat, wie wunderbar sie es konnte, die Vergangenheit gegenwärtig aufleuchten zu lassen, sodass alle das Gefühl hatten, sie waren dabei und können dann jetzt sich die Sachen auch selber aneignen, die damals geschahen oder so. Aber das sagt noch nicht viel für deine Frage des Bildungsbegriffes.
Aber vielleicht findest du einen Begriff, der dies von unten spricht statt von oben. Ich habe das Glück, dass ich Bachelor und Master nicht mehr erlebt habe. Alle Geschichten, die ich darüber höre, hören sich horrend an. So, als ob ich das ich müsste ja mal die Lehrenden fragen, wieso habt ihr das zugelassen oder gab es keinen möglichen Widerstand dagegen zu organisieren? Das hört sich, Silke und Wolf oder so, es hört sich für mich unglaublich an, wie es voranschreitet und auch, dass es so eine quasi fadistische Methode ist, nämlich keine Zeit und keine Muße zu lassen und das Rezept so eng zu führen, dass die Einzelnen gar nicht, selbst wenn sie wollten, anders vorangehen könnten. Aber das kann doch, wenn es wirklich so ist, wie man mir das erzählt, kann es doch auf Dauer nicht gut gehen, denn es werden doch dagegen protestieren. Man kann doch nicht seine Seele gänzlich zerpflücken lassen und zerfetzen in lauter kleine Miniteile. Aber ihr könnt mir ja berichten, dass das in der Wirklichkeit doch ganz anders und sehr gut ist und man richtig sich entfaltet und Gedanken entwickelt für diese erste Frage. Sprechen lernen und aus dem Schweigen herauskommen und so weiter, dann wusste sie nicht genau weiter. Ich glaube auch, dass diese Erkenntnis, die man ja auch bei mir beim Ringen um einzelne Worte noch erkennt oder mitkriegt, dass diese Erkenntnis, dass diese letzten, weiß nicht wie lang eigentlich schon, vielleicht seit 89, die letzten 20 Jahre uns jede sprachliche Ausdrucksmöglichkeit in dem genommen haben, wohin wir mal wollten. Es gibt ganz viele Worte, die können wir einfach nicht mehr sprechen, weil sie Tabuworte sind, angefangen von Sozialismus, aber dann auch zum Beispiel in dem Frauenbereich kann man auch nicht Frauen fragen, kann man auch nicht Frauenunterdrückung, kann man auch nicht Emanzipation sagen. Feminismus ist eigentlich auch etwas Verpöntes. Das geht auch alles gar nicht. Wir müssen stattdessen Gender sagen an der Stelle. Und die Frage, wo denn da jetzt irgendwie Frauenunterdrückung und die Perspektive der Befreiung, aber Befreiung dürfen wir auch nicht sagen, das ist auch schon veraltet und grauhaarig und gehört nicht zu den möglichen Weisen, wie wir uns miteinander verständigen, aber wie denn dann? Und bei Silkes Frage, Bildung, nicht, dass dieser ganze Komplex ist mit Tabuworten umstellt. Und es ist ja nicht so, dass die Tatsache, dass die unseren alten Ausdrucksweisen alle verpönt sind, nur eine gemeine Propagandawelle war oder eine Manipulation unserer Geister war, sondern die hatten ja Probleme. Unsere Worte und Begriffe, die wir benutzt hatten, hatten ja Probleme. Zum Beispiel die Bildungsworte sprachen alle von oben nach unten. Aber jetzt sind wir sprachlos und wollten doch eigentlich immer schon von unten es aufbauen und wissen nicht, wie wir das sprechen sollen. Bei Frauenunterdrückung, das Unterdrücken, das Wort Unterdrückung ist selber wiederum ein Wort, was von oben nach unten so tut, als ob die Unteren nichts damit zu tun hätten. Die haben aber etwas damit zu tun und sich unterdrücken oder sich opfern ist eine Tat und nicht ist etwas, was wir selber tun. Die Erkenntnisse da drin, dass wir selber da drin stecken und dass also Frauenunterdrückung ein blödes Wort ist, weil es Frauen als Knetmasse denkt, so ein Teig, der mit Förmchen ausgestochen wird, war ein richtiger kritischer Protest. Aber wie sprechen wir jetzt? Und deswegen finde ich den Einwand oder das Projekt, was sie angesprochen hat, vollkommen notwendig. Wir brauchen eine Sprache, in der wir uns über unsere Projekte verständigen, in der Annahme, in der Hoffnung, dass die Hoffnungen, wohin wir wollten und was wir als Alternative, welches im Nebel der Zukunft liegt, angestrebt hatten, noch da ist und zu einer Sprache kommen will. Wenn ihr bei Marx das sucht, werdet ihr finden, dass er, und wie übrigens mehrere in seiner Nachfolge, die Gesellschaft, zu der sie wollten, nicht positiv ausgesprochen hat. Und dann können wir das einfach übernehmen und nehmen eben das, weil wir jetzt alle wieder Marx lesen. Sondern die wesentlichen Begriffe sind negativ, was es nicht sein soll. Die hatte ich eben vorhin vorgetragen, die auch Luxemburg hat.
Wir sind dafür, alle Verhältnisse umzustürzen, in denen der Mensch ein geknechtetes, ein verächtliches, ein einsames, ein gedemütigtes Wesen ist. Das sind alles Negativworte. Was nicht sein soll, kann man klar aussprechen. Aber was stattdessen sein soll, dafür gibt es auch darin keine Sprache. Also braucht ihr eine Sprache für eine Perspektive und ihr braucht eine Sprache für den Weg. Und ihr braucht einen Kompass, wie denn ungefähr gehen. Deswegen ist 4 in 1 Perspektive ist ein Kompass. Wie könntet ihr vorantasten, experimentell, jeder und jede, praktisch. So, dann war da noch, das letzte war, ist es nicht so, dass die Gewerkschaften selber durch diese Organizing-Konzepte nicht mehr diese ganz alten von oben nach unten Organisationen sind, sondern auch Selbstermächtigung, ne? Auch Selbstermächtigungselemente haben. Das ist ja das Interessante an dem Neoliberalismus gewesen, der ja jetzt zu Ende ist. Ich hoffe, ihr sprecht nicht so, als wären wir jetzt im Neoliberalismus, wir sind hinter ihm. Aber das Interessante am Neoliberalismus war doch, dass er ganz viele der Forderungen aus den sozialen Bewegungen aufgenommen und sich einverleibt hat. Zu denen gehört Selbstermächtigung, Selbstbestimmung, Selbstverantwortung, Freiheit, jede und jede ihre eigene Unternehmerin und so weiter und so fort. Die sind aufgenommen, die machten den so akzeptabel, so verführerisch auch. Und es ist ja auch nicht bloß gelogen, es ist ja auch nicht bloß ein Täuschungsmanöver, sondern das ist ja das Konzept gewesen, wie das gebaut werden konnte. Und in dem Zuge haben die Gewerkschaften diese Konzepte auch aufgenommen. Das würde ich gar nicht noch positiver sehen, sondern alle diese haben gelernt. Die erste Lehre, die in den Betrieben gewonnen haben, war damals die über Lean Production reinkommende flachere Hierarchien. Wird übrigens jetzt wieder zurückgenommen. Aber auch dieses, was aus den sozialen Bewegungen kam, dass die Hierarchien nicht so vertikal sein sollen, sondern flach und dass man da viel mehr Geld mitmachen kann und mit Gruppenarbeit, wo die Gruppe verantwortlich ist und nicht jeder Einzelne, man etwas Wunderbares erreicht, nämlich dass die Gruppe selber frei und aus eigenen Stücken die Schwächeren aus sich aussondert, damit ihre Gruppenprämie höher ist und so, ne? Brauchen die Oberen das nicht mehr zu tun. Die haben das doch alle sehr zu ihren Gunsten aufgenommen, ohne dass das deswegen falsch war. Man muss das beweglicher denken. Es ist zu seiner Zeit und in dem Kontext eine Weile befreiend, dann kommt es in einen anderen Kontext und jetzt ist es ein Teil der herrschenden Kultur. Jetzt muss man sehen, was tun wir jetzt an der Stelle. Wenn das ein Teil der herrschenden Kultur ist, wie setzen wir unsere kritische Waffe an und welches ist unser eigenes Projekt? Kann ja dieses selbe nicht sein. Ne? Jede seine, ihre eigene Unternehmerin, das wissen wir schon, dass das Stress ist. Oder ein Anlass zum Selbstmord oder so. Es ist richtig, dass die Frage der individuellen Entwicklung und des Lernens und sich selbst ausbilden, nur die Einzelnen können. Man kann sie nicht überzeugen, wenn sie sich nicht selber überzeugen. Insofern sind sie ein Element da drin. Ne? Aber als Einzelne können sie überhaupt nichts machen. Infolgedessen müssen wir, wenn wir die Einzelnen und ihre Entwicklung und das Individuum ins Zentrum unseres Denkens stellen, es immer gleich in ein Kollektiv setzen, welches die Frage der Gesellschaftsgestaltung sich zum Hauptproblem gemacht hat. Und erst in diesem Kollektiv ist die Selbstveränderung zusammen mit der Gesellschaftsveränderung möglich. Die Gesellschaftsveränderung verlangt, dass die Einzelnen sich selber ändern, aber sie sind es, die diese vorantreiben und also ihre Selbstveränderung in ihre eigenen Hände nehmen. Aber ihr müsstet versuchen, deswegen habe ich das so betont gesagt, die Elemente zu verknüpfen. Und das ist auch dasselbe wie bei der Frage mit dem Neoliberalismus. Die einzelnen Begriffe sind als solche natürlich nicht verkehrt, sondern die Frage ist, mit was sie verknüpft sind. Und so also diese individuelle Selbstermächtigung, Selbstveränderung, Selbstunternehmerisierung oder was immer ist,
in den Kontext mit dem, in das Spannungsverhältnis zum Kollektiv gebracht, wird es nicht falsch sein oder kann es sich nicht so blamieren wie die anderen Sachen. Nur auf den Einzelnen bezogen macht es das. Ich habe bei der Antwort vorhin auf ihn das Menschenbild und der Geist und die Seele, habe ich schon wieder Worte benutzt, die ich nicht hätte benutzen sollen, weil wissen, dass sie auch unter die Tabuworte gefallen sind, nämlich das Kollektiv. Auf diese Weise ist in seiner Rezeption meines Satzes etwas hineingekommen, was ich aber gar nicht sagen wollte. Ich wollte auch nicht Kollektivierung sagen, was er dann als nächstes daraus gemacht hat, was noch viel mehr in Verruf ist als Kollektiv, sondern das merkt man dann, wenn er sagt, ich mit meiner Freundin in der Zweierbeziehung. In diesem luxemburgisch-gramschischen und auch meinem Modell ist die Frage von, wie ist denn eigentlich Selbstveränderung möglich und nötig, nicht an die Zweierbeziehung gebunden und dass die jetzt besser miteinander zurechtkommen, weil sie geklärt haben, wie die Haushaltssachen von wem erarbeitet werden oder sowas, sondern ich hätte sagen sollen, das Individuum mit allem Pathos, das seine Entwicklung hat, kann nur zu diesem Individuum, das werden könnte, werden, wenn es die Bedingungen des Lebens zusammen mit anderen gestaltet. Das ist das Projekt, was ich Kollektiv genannt habe. Ich streiche jetzt das Wort Kollektiv. Wenn es zusammen mit anderen die Lebensbedingungen gestaltet, dieses zu tun, also die Lebensbedingungen um sich herum oder ihr, eure Studienbedingungen um euch herum zu verändern, macht es notwendig, dass ihr selber andere werdet, indem ihr dieses tut. In diesem Spannungsrahmen war das gemeint. Die Sache mit dem Geist und der Seele, das habe ich nicht ganz verstanden. Was ich verstanden habe, wird wahrscheinlich dann eine falsche Antwort hervorbringen, die wiederum nicht gemeint ist. Ich würde das Wort Geist an der Stelle nicht benutzen, weil es nicht ein rein rationaler Prozess ist. Deswegen fand ich doch die Seele da drin wichtig, dass es über das Rationale auch die ganze, das Gefühlte, das Wollen, die Sehnsüchte, das Vorangehen, die Befreiungsgedanken einbezieht und nicht bloß den Geist. Das war dieses. Deine Frage war eigentlich ganz knapp, ne? Ist es richtig, dass wenn Luxemburg sich an das Proletariat richtet oder von ihm spricht, sie das gar nicht in dem engen Sinne immer bloß meint, dass es die Mitglieder der industriell Beschäftigten sind und wir dann später nachdenken müssen, gehören auch die Angestellten zum Proletariat, ja oder nein oder irgend sowas, sondern natürlich nicht. Die anderen Begriffe, die sie benutzt, sind Masse oder Volk. Nun ist Volk schon wieder ein Begriff, den wir nicht mehr benutzen können, seit wir durch den Faschismus hindurch sind. Und wie spricht ihr es dann? Vielleicht alle? Alle? Sie spricht von allen. Jeder muss lernen, die Führung zu übernehmen. Alle. Was natürlich, nein, den Satz ist jetzt weg. Deins mit dem, wie kann man aus Fehlern, nein, eigentlich hat sie gefragt, habe ich das richtig verstanden, dass es wichtig wäre, Fehlerkritik in die Denk- und Lebensprozesse und Politikprozesse vor allem, also ins strategische Denken aufzunehmen, Fehlerkritik, und zwar angefangen mit den eigenen Fehlern, die man macht, beim Politikmachen, beim Denken und so weiter. Und als nächstes müsste ich lernen, Utopien zu formulieren. Und das nehme ich jetzt in mein Programm auf, sagte sie. Bin ich dann eine Luxemburgistin, mehr oder minder? Vielleicht. Vielleicht bei ihr heißt das auch, das ist die Verbindung von Nah- und Fernziel. Und Fernziel ist ja dieses, was ich nicht weiß, was sich selbst nicht weiß. Ich finde das eine schöne Formulierung, ein Projekt, was sich nicht weiß. Sie brechen auf in ein Projekt, was sich noch nicht weiß. Es ist eine Klasse, die noch im Werden ist.
Es ist ein Internationalisierungsprozess, der in der Zukunft liegt. Und es kann auch sein, dass es verfehlt wird. Ihr wisst doch auch alle, dass der zweite Spruch, den jeder weiß von Rosa Luxemburg, ist Sozialismus oder Barbarei. Das heißt, es ist in ihrer Vorstellung so, dass dieser Kapitalismus sich selbst überlassen, wenn keiner eingreift, zur Barbarei führt und zum Untergang von allem. Und deswegen muss Sozialismus an die Stelle, nicht weil alle so viel Lust haben, jetzt eine Revolution zu machen und Sozialismus einzuführen, sondern um zu verhindern, dass sich das Menschengeschlecht selbst ausrottet. So, das ist etwa dieses Element, jetzt ist utopisch, also visionär denken, Utopien versuchen, Fernziele zu formulieren, das finde ich auch wichtig. Habe ich auch an dieser HWP mit Studenten gemacht, das zu versuchen, Utopiewerkstätten. Ich habe das auch in dem 4-in-1-Perspektive, das ist eine Utopie, die konkret real ist und gleichzeitig fern. Das kann man probieren. Und die letzte Frage, die sie hatte, ist auch eine sehr lustige Frage. Wie ist denn kritisches Denken dauernd möglich, hat sie mehr oder minder gefragt. Eine Antwort, die Rosa Luxemburg gibt, die sicher ganz wichtig ist für euren Umgang mit Wissenschaft und eurem Leben, ist, an allem zu zweifeln. Keine Frage zu akzeptieren, wie sie ist, sondern die Fragestellung selber schon für das zu Hinterfragende zu halten und sie also zu verschieben und auf einer höheren Ebene ihr die Rechnung zu machen. Man lernt das sehr gut, wenn man Brechts Flüchtlingsgespräche liest. Der macht das unaufhörlich. Da lernt ihr das auch richtig als Technik, wie man das machen kann, Fragen zu unterlaufen, subversiv und eine solche Politik zu machen. Das waren die drei Fragen, ne? Gut. Du meinst, ich soll irgendwas Abschließendes zu den Menschen sagen?